Hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute geht es um eine besondere Torte, denn ein Freund von mir hat Geburtstag und ich möchte ihn damit überraschen. Und zwar ist das die Schwarzwälder Kirschtorte. Ich habe sie noch nie gebacken, aber so schwer kann es nicht sein. Wollt ihr sehen, wie ich es gemacht habe? Dann kommt mit. Das sind alle Zutaten für die große Torte. Sieht ganz schön viel aus. Aber macht nichts. Und los geht's. Ich brauche Zucker, Backpulver. Dann brauche ich Margarine oder Butter, Speisestärke, Kirschen, Kirschwasser, dann Mehl, Sahne, Eier, die Blockschokolade für den Boden und auch für oben drauf. Dann habe ich noch Cocktailkirschen, Sahnesteif und Vanillezucker. Und eine Prise Salz habe ich auch noch. Und jetzt starten wir. Als erstes habe ich die Kirschen einmal abgegossen. Dann können die schon mal an die Seite. So, ich habe 75 Gramm Butter in einen Topf getan. Und da kommt jetzt meine Schokolade dazu. Weil wir wollen ja einen Schokoladenboden haben. Ich habe hier einmal die Blockschokolade. Die mache ich einmal in grobe Stücke. Und dann kommt die zu der Margarine oder zu der Butter in den Topf. Und das muss jetzt einmal kurz erwärmt werden, damit es flüssig wird. Ihr könnt das im Wasserbad machen, aber ihr könnt es auch ganz vorsichtig mit ganz geringer Hitze schon in den vorgeheizten Backofen stellen. Oder ihr rührt halt auf der Herdplatte ganz, ganz vorsichtig und passt auf, dass es nicht anbrennt. Ich stelle es in den Backofen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Eier trennen, während die Schokolade schmilzt. Ich finde das besonders lecker mit der Schokolade in dem Teig. Darum mache ich es nicht mit Backkakao, sondern einfach mit Schokolade, die ich schmelze. So, die Eier sind getrennt und ich fange an mit dem Ei Schnee schlagen. Da kommt noch eine Prise Salz rein. Und jetzt einmal ganz fest schlagen. So, der Eischnee kann einmal an die Seite. Jetzt kommen die Eigelbe dran und da geben wir jetzt den Zucker dazu und dann schlagen wir das auch schaumig. Das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. So, einmal schön aufgeschlagen, ist ein bisschen weißlich geworden. Jetzt haben wir das auch fertig. Jetzt schaue ich nochmal nach meiner Schokoladenmischung im Backofen. In der Zwischenzeit ist das schon schön geschmolzen. Ich stelle es jetzt gerade einmal kurz noch an die Seite und mische mir gerade einmal das Mehl und die Speisestärke und das Backpulver in einer Schüssel zusammen. Das verrühre ich jetzt einmal kurz. Ist das schon mal gut vermischt, weil gleich nicht mehr groß gerührt wird, sondern nur noch untergehoben. So, den Backofen habt ihr ja vorgeheizt. Jetzt kommt die Schokoladenmasse einmal in die Eiermasse rein. Diesen Boden habe ich schon mal gemacht, der ist echt total lecker. Das macht den Kuchen noch mal ein bisschen raffinierter, finde ich. Schmeckt ja sowieso gut, aber mit dieser Schokoladenmischung im Boden schon echt der Hammer. Da lohnt sich der Aufwand. Wer es nicht möchte, kann natürlich auch einen Kakaoboden einfach machen. So, den einmal unterheben. Kurz aber nur. Und jetzt gebe ich das Mehl dazu. Erstmal ein Teil. Dann gebe ich jetzt noch den Eischnee dazu.
das unterheben. So. Und jetzt kommt das in eine Springform. Die habe ich mit Papier ausgelegt. Und da fülle ich das jetzt einmal rein. Einmal gerade ein bisschen glatt streichen. So sieht's aus. Und jetzt kommt er in den Backofen. Schokolade reiben müssen wir ja auch noch. Entweder ihr macht da Stücke von, die wir nachher oben drauf machen. Einfach so Bröckchen. Oder ihr macht das mit dem Sparschäler. Oder ihr zieht es einfach über eine Reibe. Dann sieht es so aus. So 75 Gramm bis 100 Gramm, je nachdem, wie viel Schokolade ihr machen möchtet, ob ihr außenrum auch noch was machen möchtet, müsst ihr dann diese Schokolade einmal vorbereiten. So, ich habe ein bisschen das so geraspelt und den Rest habe ich über die Reibe gemacht. Und da ich den nur oben drauf mit Schokolade bestreuen möchte, reicht das für mich auch schon. Das ist dann vielleicht, ja, vielleicht 50 Gramm Schokolade. Das müsst ihr dann selbst entscheiden. Ihr könnt natürlich auch gekaufte Schokoladenraspeln dran machen, wenn ihr das nicht nochmal, die Arbeit euch nicht nochmal machen möchtet. So, die Hälfte der Zeit ist um. So hoch ist der Tortenboden schon geworden. Und dann schauen wir mal, wie er gleich aussieht. So, er ist fertig. Stäbchenprobe habe ich gemacht. Er hört sich auch fertig an. Wenn man dran klopft, so ein bisschen hohl klingt das. Und jetzt muss er richtig auskühlen. Am besten so 3-4 Stunden, dann lässt er sich nachher besser schneiden. Der Boden ist fertig abgekühlt und jetzt einmal aus der Form lösen. Und jetzt müssen wir ihn in 3 Scheiben teilen. Da gehe ich einfach mal hier rein. Nur so ein bisschen und drehe mir das immer ein Stückchen weiter. Wenn ich einmal rum bin, nehme ich mir einen Bindfaden, lege den einmal da rein und ziehe das einmal über Kreuz. Und schon habe ich meinen ersten Tortenboden geschnitten. Und fertig. Und hier ist der schokoladige Boden. Und jetzt nochmal das gleiche mit dem zweiten. Und auch den Kuchenteil hier einmal abheben. Und jetzt kann es weitergehen mit dem Kirschwasser. Jeder Boden bekommt ungefähr 30 Milliliter. So. Und jetzt geht es weiter mit den Kirschen. Ich habe mir jetzt hier 100 Milliliter Saft rausgeholt und da habe ich mir jetzt die Speisestärke reingetan. 35 Gramm sind das. Das sind ungefähr 3 Löffel. Und jetzt kommt noch Zucker dazu. 2 Esslöffel. Das rühre ich jetzt einmal an. Und die restliche Flüssigkeit erwärme ich jetzt gleich.
Einmal glatt rühren das Ganze. Und die restliche Flüssigkeit von den Kirschen kommt in den Topf. Ungefähr 400 Milliliter sind es bei mir geworden, je nachdem, was für ein Glas Kirschen ihr habt. Um den Boden habe ich schon mal eine Form gelegt und jetzt warte ich auf die Kirschen. Es ist einmal aufgekocht, das Ganze. Es blubst noch ein bisschen. Es ist richtig schön dick geworden. Und jetzt kommen wieder die Kirschen wieder rein. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Kern in den Kirschen habe. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Und jetzt kann das auf den Kuchen gegossen werden. Gleichmäßig verteilen. Verteilt sich aber schon von alleine. So, das ist schon mal die Kirschseite. Und jetzt müssen wir das abkühlen lassen und dann kommt die Sahne. Und jetzt kommt die Sahne da drauf. Und wieder verteilen. Wenn ihr alles gut verteilt habt, holt ihr euch den zweiten Boden wieder zurück und schiebt ihn da einfach rein. Und drückt dann ein bisschen an. Und jetzt machen wir das Ganze wieder von vorne. Kirschwasser, Sahne und wieder einen Tortenboden drauf. Und alles wieder glatt streichen. Und wenn alles glatt drauf ist, dann holt ihr den letzten Boden und schiebt den auch noch mal in die Form. Und drückt auch diesen an. So, die Riesentorte ist soweit fertig. Nochmal andrücken. Wenn ihr nicht so eine hohe Torte haben möchtet, dann könnt ihr auch den dritten Boden, den ihr gebacken habt, einfach einfrieren. Und wenn ihr das nächste Mal Kuchen haben möchtet, haut ihn wieder auf und belegt ihn dann frisch. Das geht auch. Man muss ja nicht immer so eine riesige Torte haben. So, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Auch der letzte Boden, auch den tränken wir wieder mit Kirschwasser. Mit dem Rest. So sieht er jetzt aus. Und jetzt stelle ich ihn erstmal für eine Stunde in den Kühlschrank. So sieht er jetzt aus. Und jetzt kommt noch die Sahne oben drauf und an die Seiten. Einfach da drin schmieren. Und dann einmal rundherum verstreichen. So, ich habe das jetzt einmal hier einfach dran lang gehalten und dann ein bisschen drehen. Und jetzt hier oben noch einmal ein bisschen mehr drüber, damit wir die Kante zukriegen. Jetzt muss ich erst nochmal Sahne schlagen, den vierten Topf. Und dann decke ich auch die obere Schicht zu. Die Torte ist fertig soweit. Jetzt kommen noch die Sahnetuffs drauf. Mit einem Spritzbeutel. Und dann die Schokolade und die Kirschen. Und da ich nicht genau weiß, wo ich meine 16 Sahnetuffs drauf machen soll, habe ich mir das ein bisschen gerade hier eingezeichnet mit dem Messer. Nur angedeutet. Damit ich es ungefähr hinbekomme und dass es gleichmäßig aussieht.
Und jetzt mit einem Spritzbeutel kleine Sahnetuffs oben drauf setzen. Wie ihr seht, bin ich auch nicht so geübt in sowas. Aber ich finde, das sieht ganz gut aus. So, das waren jetzt 5 Esslöffel Sahne, die ich hier reingetan habe. Und ganz bisschen habe ich noch über. So, jetzt habe ich die Schokolade. Gebe ich jetzt einfach hier drauf. Ich habe sogar noch ein bisschen was über, also 25 Gramm oder so sind es. Und jetzt kommen die Kirschen drauf, als letztes. Ihr könnt auch die normalen Kirschen nehmen. Ich habe jetzt extra mal welche gekauft. Aber mit den normalen Kirschen, den Sauerkirschen, geht es natürlich auch. Das ist meine Schwarzwälder Kirschtorte. Ich finde, fürs erste Mal ist sie echt gut geworden. Ich mache jetzt an den Seiten keine Schokolade, aber das könnt ihr auch gerne nochmal machen, wenn ihr es möchtet. Dann braucht ihr halt ein bisschen mehr Schokolade. Ansonsten, finde ich, ist sie mir ganz gut gelungen, oder? Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder rein, wenn es heißt Einfach und lecker mit Claudia. Einfache Rezepte, leicht erklärt. Bis bald! Und die Torte war ein voller Erfolg auf der Geburtstagsparty. Alle fanden sie total lecker und sie war schnell weg.